Hallo Computerversteher, ich möchte heute mal zeigen, wie man mit ein bisschen Kenntnis von Maschinensprache und Assembler jedes Programm hacken kann und nachträglich auch noch ändern kann, ohne den Source Code zu haben. Dazu habe ich hier einen Linux Desktop, Ubuntu 19.10 und darauf ein Programm im Source Code, nämlich hello.c, welches nichts weiter macht als Hello World auszugeben. Ich kompiliere das Programm einmal und führe es aus. Es gibt Hello World aus, wie gedacht. Um sich jetzt die Maschinensprache anzuschauen, taugt das Kommando cat nicht. Es gibt nur Buchstabensalat aus. Besser ist da ein Hexadezimaleditor, wie zum Beispiel Octeta, mit dem ich mir das Programm anschauen kann. Da bekomme ich jedes Byte in Hexadezimalschreibweise angezeigt und dann hier auf der rechten Seite auch nochmal im Klartext, sofern das möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, wird für ein Byte einfach ein Punkt hier hingeschrieben. Jetzt suche ich mal nach der Buchstabenkette Hello World und dafür suchen wir nach UTF-8 Hello World. Warum UTF-8, könnt ihr bei Wikipedia nachschauen, soll jetzt nicht Gegenstand dieser Erklärungen sein. Ja, und jetzt habe ich hier die Datei und sage statt Hello World, Hi Moon. Und dann, wenn ich fertig bin mit Hi Moon, dann ist das nächste Byte 00, um anzuzeigen, dass die Buchstabenkette zu Ende ist. Fertig, wir speichern das und führen es noch einmal aus. Ja, und anstelle Hello World gibt das Programm jetzt Hi Moon aus. Wir können die Ausgabe auch ganz weglöschen. Dazu schauen wir uns mal den Maschinencode an mit dem Programm OBJDUMP. Wir müssen wissen, dass die Funktion, die wirklich ausgeführt wird, die Main-Funktion ist. Und wir suchen mal nach ihrer Definition. Hier haben wir sie. Der wird also jetzt sehr schön ausgegeben, die Speicherzelle, also die Nummer des Bytes und welche Bytes da stehen an dieser Stelle in Hexadezimalschreibweise und dann nochmal in Assembler die Kommandos, was das bedeutet. Hier wird die Printf-Funktion aufgerufen. Diese gehört zum Betriebssystem und sie wird ein Register im Prozessor evaluieren, genau, und die Buchstabenkette ausgeben, die an genau der Stelle im Speicher steht. Vereinfacht ausgedrückt. Diese Betriebssystemprozedur wird hier mit dem Kommando call aufgerufen. Und in Maschinensprache ist das die E8. Dann suchen wir mal nach E8, EE, FE, FF. Und das haben wir dann hier gefunden. Sehr gut, denn ich weiß zufällig, dass 9.0 Hexadezimal beim Intel-Prozessor steht für No Operation, also warte 3 Taktzyklen oder je nachdem wie viele. Und hier editiere ich also gerade den Maschinensprachenbefehl, rufe eine Betriebssystemfunktion auf und ich ersetze ihn durch 5 Befehle, mach einfach mal gar nichts. Das Ganze wird gespeichert und dann rufe ich nochmal das Hello World Programm auf und es macht genau das, nämlich gar nichts. Jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis. Der VLC Video Player lässt nicht zu, dass ich ihn als Root ausführe. Das gefällt mir nicht und deshalb schaue ich mir mal an, was da passiert auf Betriebssystemlevel. Dazu verwende ich das Kommando strace. Und das zeigt mir an, dass der letzte Betriebssystem-Call, bevor er aufgehört hat, mir zu dienen, der letzte Betriebssystem-Call war getEUID, Get Effective User ID. Und nach dem kann ich jetzt
in dem Programm suchen. Wir schauen in den Assembler Code rein, suchen die Stelle, wo getAUID aufgerufen wird. Das ist hier der Fall. Call bedeutet ein Aufruf an eine Betriebssystemprozedur. Der Rückgabewert wird im Prozessorregister EAX gespeichert. In der nächsten Zeile testet der Prozessor, ob EAX 0 ist. Und wenn ja, dann wird das Equal Flag, also das ist gleich Flag, des Prozessors gesetzt. Und das nächste Kommando ist ein Jump on Equal. Springe, falls das Ergebnis des letzten Vergleichs gleich war, Equal war, dann springe hier auf diese Stelle. Das wollen wir verhindern, deshalb überschreiben wir diese Bytes mit 9 Nullen. Und zwar, um zu erreichen, dass er lieber mal eine Pause macht, anstelle dahin zu springen. Genau das tue ich jetzt. Als erstes erstelle ich eine Sicherungskopie von meinem VLC-Binary. Dann setze ich die Berechtigung, sodass ich es auch ändern kann. Gehe mit dem Octeta auf die Binärdatei, suche nach 0f84090100000. Hab das hier. Ersetze es durch No Operation Befehle. Speichere und schau mal, ob es jetzt geht. Und ihr seht, es funktioniert weiterhin. Ich bin jetzt in der Lage, Medien abzuspielen mit dem VLC. Das einzige Problem, warum er es nun nicht tut, ist, dass ich hier keinen Dateinamen angegeben habe. So, ich hoffe, die kurze Einführung hier hat euch gefallen. Wenn ja, dann geht gerne auf meine Seite www.stärk.de/Thorsten, wo ich noch viel mehr über Assembler beschreibe. Und lasst mir auch gerne ein paar Kommentare da hier in der Sektion zu diesem Video.